Da sind wir wieder bei Let's Play der Herr der Ringe Online und wir befinden uns wieder hier in Gloins Lager. Ich war zwischendurch mal an ganz anderen Orten gewesen und habe ja auch viel im Nebelgebirge schon gemacht an Aufträgen, sodass wir ein kleines bisschen weiter sind vom Level her. Allerdings jetzt nicht so ultra weit. Also ich habe jetzt bis Level 45 mal gemacht. Ich denke, das sollte erstmal reichen, dass wir hier mit Buch 5 fortfahren können. Und vielleicht ist es dem aufmerksamen Zuschauer schon aufgefallen, dass hier unten in der Leiste was Blaues ist. Ja, das liegt daran, dass ich mir tatsächlich mal wieder den VIP-Status jetzt zugelegt habe für ein paar Monate. Und wenn man VIP ist, ist es eben so, dass man einen bestimmten Vorrat an VIP-Bonus-Erfahrungspunkten bekommt. Und steht es auch mit verbleibender VIP-Bonus 45.000 Erfahrungspunkte. Die gibt es dann einfach, also es wird so lange doppelt Erfahrung ausgeschüttet, bis dieser Bonus voll ist. Und der geht bei mir jetzt halt auch gerade über das nächste Level drüber. Deswegen geht es hier bis zum Ende der Leiste mit Blau weiter. Genau, was haben wir noch? Ich habe eine neue Aufgabe für den Jäger gekriegt, habe die aber noch nicht angenommen, weil sie auch noch zu hoch ist, um sie jetzt irgendwie durchzuführen. Aber wir können sie natürlich jetzt schon mal annehmen im Let's Play. Jäger, der schnellste Pfeil ist Gelehrsamkeit. Ihr habt als Jäger einen solchen Bekanntheitsgrad erworben, dass sogar Fenton Marshaller aus Arshid von euch gehört und euch zu sich gerufen hat. Ihr solltet Fenton Marshaller aufsuchen, um bei ihm mehr Ausbildung in eurer Klasse zu erhalten. Ja, ist ja gleich um die Ecke. Arshid, toll. Gut, können wir mal mitmachen, wenn wir irgendwann sowieso mal in der Nähe von Bre sind, würde ich sagen. Jetzt erstmal lege ich das aber weg, weil Stufe 50 und so, ne? Ich glaube aber zu wissen, worauf das abzielt. Noch eine Sache, die man mit dem VIP hat, was ich auch ganz hübsch finde. Mal schauen, ob wir Glück haben dabei. Man kann alle paar Tage mal nicht bloß ein silbernes Geschenk öffnen, was man ja sowieso jeden Tag hat, sondern eben, ich glaube alle 6 Tage ist das, ne, kann man ein goldenes Geschenk auch öffnen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man was Gutes abräumt, ein Stück höher ist. Und wir können ja mal schauen. Überhose des Matomjägers, die könnte vielleicht sogar... Ja, ja. Hat ein ganz kleines bisschen mehr Rüstung, ganz kleines bisschen weniger Beweglichkeit, aber dafür noch Vitalität. Ich glaube, die werden wir mal anziehen. Das war jetzt schon mal ein ganz guter Glücksgriff, würde ich sagen, mit dem Hobbit-Geschenk. Das war ja aber das Silber, ne? So, leg mal an. Wir können sie uns ja mal anschauen, wie das aussieht. Das ist ein Rock. Na gut, wenn du meinst, dann renn halt mit Kilt rum, ist mir auch recht. So, auch wenn da Überhose steht und nicht Rock. Gut, schauen wir uns noch das goldene Geschenk an. Mal sehen, was daraus kommt. Ich bin sehr gespannt, ob wir Glück haben oder nicht. Nein, wir haben natürlich kein Glück. Das, was man bloß alle 6 Tage machen kann, da habe ich wieder kein Glück, ist logisch. Ich hätte lieber hier das erwischt. Da haben wir dann nämlich goldene Sachen. Das sind im Prinzip die besten. Die sind noch ein Stück besser als die blauen. Und die sind extrem selten. Also die sind richtig selten. Naja gut, was soll's. Haben halt Pech gehabt bei dem goldenen Geschenk. Ich muss zugeben, ich mache die eigentlich auch lieber mit meinem Hauptcharakter Torwert auf, weil sich die Geschenke auch anpassen an die Stufe. Und wenn man da zum Beispiel Goldreste abräumt oder sowas, also irgendwelche Sachen, die man wirklich einfach nur zu verkaufen hat, dann ist es halt günstiger, das mit einem Charakter auf einer hohen Stufe zu machen, weil dann mehr Geld einfach bei rumkommt. So, mal noch schnell die Rezepte gelernt, die ich ja noch hatte. Gut, und dann würde ich sagen, reden wir mal mit Gloin. Wir haben ja immer noch die Aufgabe, den Nazgul zu finden und dafür zu sorgen, dass er nicht mehr in der Nähe von Bruchtal herumspringt. Denn, naja, die Ringgemeinschaft will aufbrechen und es ist schlecht, wenn da ein Nazgul in der Nähe ist. Nicht trödeln! Buch 5, Kapitel 1, ins Nebelgebirge. Ein Nazgul? Einer der 9 Ringgeister, von denen Sie in Elronds Rat gesprochen haben? Ich habe noch nicht vergessen, wie einer dieser Reiter damals am einsamen Berg mit honigsüßen Worten zu uns gesprochen hat. Was für ein Gift! Sie wollten, dass wir den alten Bilbo Beutlin an Mordor verraten. Ich werde euch so gut helfen, wie ich kann, obwohl mir Dain eine andere Aufgabe aufgetragen hat. Ich kann euch allerdings ein paar Informationen mit auf den Weg geben. Dain ist übrigens Dain Eisenfuß. Der kommt im Hobbit mit vor, auch in den Filmen. Das ist der verrückte Typ, der mit so einem Warhammer-Kriegshammer durch die Gegend zieht. Und, also ich meine jetzt mit so einem Kriegshammer, wie er auch bei diesen Warhammer-Spielen immer benutzt wird, also solche völlig übertrieben großen, total lächerlichen Geräte, und er auf einem Schwein reitet.
Und ich muss sagen, die Darstellung von Dain im Hobbit 3 finde ich überhaupt nicht passend zu der Beschreibung. Aber also im Buch dann vom Hobbit. Aber naja, was soll's. Dain Eisenfuß jedenfalls, nachdem der Anführer der Mission gestorben ist, das war ja... Oh, ich habe seinen Namen vergessen. Ist ja traurig. Thorin, natürlich, Thorin Eichenschild. Nachdem der gestorben ist in der Schlacht der Fünf Heere am Ende des Hobbits, ist sein Vetter Dain dann zum neuen Herrn vom Erebor geworden. Und dementsprechend hat er natürlich auch die Aufgaben zu verteilen. Na gut, schauen wir uns mal an, was er so für Info hat. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Kapitel 2, lästige Bilwisse. Ihr sagt also, dass Elrond Bilwisse erwähnt habe, die sich von seinem Standort aus hierher bewegen sollen? Das überrascht mich nicht. Ich bin ein paar lästigen Bilwissen über den Weg gelaufen, als ich bei Thorins großer Suche das Nebelgebirge überquert habe. Zu jener Zeit wurden wir heftig von Bilwissen bedrängt. Nun, es sieht so aus, als wären diese üblen Wesen in letzter Zeit sogar noch mehr in Aufruhr. Und vielleicht ist euer Reiter ja der Grund für diese Aktivitäten. Einer der Späher hier berichtete, dass sie sich weit von ihren Löchern in Richtung Osten entfernt haben. Er sagte auch, er habe sie den Namen Gursmat singen hören. Zweifellos handelt es sich dabei um ihren Anführer. Ja, genau dies muss getan werden. Vernichtet diesen Gursmat und die Bilwisse werden dadurch so in Verwirrung geraten, dass sie für niemanden mehr ein Problem darstellen. Vielleicht findet ihr auch die Spur des Reiters, nach dem ihr sucht. Macht die Bilwisfeuer im Nordosten entlang des Pinath Fenui ausfindig. Tief im Inneren eines der Lager werdet ihr wahrscheinlich Gursmat finden. Ich wünschte, ich könnte euch noch mehr helfen. Aber wie schon gesagt, ich muss mich um eine dringendere Angelegenheit kümmern, die mir Dain aufgetragen hat. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal in dem Bilwis-Lager um. Ach, hier drüben. Okay, ich dachte eigentlich hier irgendwo. Wenn das da ist, kommen wir, glaube ich, am besten. Ach nee, ich brauche gar nicht den Stallmeister benutzen, denn ich habe zufälligerweise an ein Lager, das hier drüben ist, angebunden. Müsste eigentlich noch sein, ne? Östliche Brühenquelle. Genau. Das ist ja praktisch. Da kommen wir jetzt direkt in die Ecke. Schön. Gefällt mir. So, genau, dann sind wir hier und wir sehen, es ist gleich etwas nördlich und etwas östlich von uns, je nachdem, wo wir zuerst hin wollen. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht. Ist das jetzt, sind das jetzt zwei Eingänge für ein und dasselbe System oder? Die Bilwis-Lager erstrecken sich entlang des Gebirgskamms des Pinath Fenui. Okay. Ich glaube, wir müssen da drüben hoch. Na gut, schauen wir es uns mal an. Also ich bin ja überall schon gewesen. Wir sehen hier, es ist sehr vollgestopft mit Wagen und auch Bilwissen. Wir werden jetzt auch nicht jede Konfrontation hier vermeiden können, aber zumindest ein Stück können wir reinreiten, ohne irgendwelche Kämpfe jetzt über uns ergehen lassen zu müssen. Es ist halt wirklich sehr vollgestopft hier. Da muss man nicht jeden Kampf mitnehmen, finde ich. So, deswegen weiche ich den mal so gut wie es geht aus. So, die zwei kann ich noch vermeiden, aber ich glaube, den da, an dem werde ich wohl kaum vorbeikommen. Ich muss bloß aufpassen, wenn er mich jetzt gerade sieht, während er neben den anderen steht, dann gehen die auch auf mich los. Ich steig schon mal ab vom Pferd. Na, mein Freund. Bist wohl ein bisschen kurzsichtig, hm? Ach, doch nicht. Hat das doch noch mitgekriegt. Das hat ja gedauert. Na gut, was soll's. Machen wir den kleinen Buschen mal fix platt. Das ist ja jetzt nicht so die Herausforderung dabei. Und weiter geht's. Gut, ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Ich hoffe es mal, denn das Ding ist eine Sackgasse. Dieses Lager, das weiß ich noch. Ich bin nämlich schon mal hochgeritten. Als ich eigentlich einen Pass über die Berge gesucht habe. Und nicht gefunden habe. So, ach komm, weißt du. Lass mal umnieten, den Kerl. Guck da mal ein bisschen auf die Karte. Ah, das ist noch ein ganzes Stück weg, ne? Ich glaube, wir sind hier falsch, ehrlich gesagt. Naja, wir können ja mal... Wir können ja mal schauen. Hat hier so ein winziges bisschen beim Fokus gefehlt. Sowas kann ich ja leiden. Wir sind ja garantiert falsch. Ich sehe es doch schon kommen. Kommen Sie, gehen Sie durch. Dreht sich bestimmt gleich um und fällt mir in den Rücken. Und du hier oben so? Wie ist das mit dir? Macht der Wandertag Spaß?
Kann es sein, dass die alle nicht patrouillieren, sondern alle von... Doch, die patrouillieren. Ja komm, weißt du, wenn das so ist, dann lass mal kurz umnieten. Bevor der andere wieder zurückkommt, machen wir das mal lieber jetzt auf die Schnelle und ziehen dann weiter. Der überlegt sich nämlich auch schon anders hier unten und kommt schon wieder hoch. Man muss ja jetzt nicht unnötig lang hier versuchen, jedem auszuweichen. Denn manchmal geht es halt wirklich nach hinten los, wenn man dann versucht, an den Leuten vorbeizuschleichen. Und wenn einen dann einer sieht, der in der Nähe von ein paar anderen steht, dann gehen sie alle auf einen los. Und das kann dann weitaus ungemütlicher sein, als wenn man mal in Kauf nimmt, einen zu töten. So wie dich hiervon zum Beispiel. Du bist so ein typischer Professioneller im Wegsteher. Ne? Ach komm, das ist es mir nicht wert, noch ein Skill zu benutzen. Da kann er dann einfach so draufhauen. So, ich weiß nicht, ob das weit genug von dem entfernt ist, wenn wir jetzt hier rechts lang gehen. Könnte sein, oder? Probieren wir es mal. Ja, funktioniert. Gut. Bin ich zufrieden. So, kannst du nicht hüpfen? Dankeschön. Können wir den nämlich auch gleich noch umgehen. Der schleicht mir zu sehr. So, bin ich hier richtig? Muss ich hier sein? Oh, Kusmat, tatsächlich. Sieh mal einer an. Wir sind richtig. Ich hätte es nicht gedacht. Okay. Gefällt mir. Oh, ich muss bloß mal schauen, was mit dem jetzt hier ist. Ich würde mich ganz gern in Ruhe um Kusmat allein kümmern. Okay, wenn er jetzt wieder umdreht, dann kann er sich ruhig verziehen. Dann ist er mir egal. Schön. Dieses Vogelgezwitscher im Hintergrund, das kommt mir irgendwie als Gothic 3 bekannt vor. Kann es sein, dass sie den Einspieler dort auch haben? Naja, egal. Los geht's. Hey Manns, kommt und helft mir. Oh, mit Zwergen, was ist denn hier los? Ich sage es morgen, dass ihr Schwächlinge seid. Das ist ja ein Feigling. Mit Zwerge. So, ein toter Feigling, zugegebenermaßen. Na gut, machen wir mal den kleinen Grimmand auch noch platt. Ich gehe schon mal ein Stück zurück, damit wir den dort nicht noch aufscheuchen. Muss ja nicht sein. Oh, falsche Taste. So, damit hätten wir das geklärt. Oh, da kommt schon wieder einer hier, die... Wenn ich das richtig sehe auf dem Radar, wollte da gerade einer am Tor ankommen. Gut, Auftrag erledigt. Wir müssen wieder zurück zu Gloin. Schade, dass ich mein Schnellreisedingens jetzt hier schon verbraucht habe. Aber wir können zumindest mal zurück zu dem Lagerfeuer wieder gehen. Da müssen wir uns jetzt hier nicht wieder rausschleichen. Das ist ja schon mal was. Von da aus ist es ja nicht mehr ganz so weit. So. Fix aufgestiegen. Und dann reiten wir mal gen Südwest, glaube ich. Ich glaube, wir müssen erst nach Süden auf jeden Fall. Oder? Wie kommen wir denn? Ja, ich glaube, da kommen wir am besten. Lass mal nach Süden reiten. Ich glaube, das ist auch der entspanntere Weg von den Gegnern her. Also dort springen, glaube ich, ein paar Schneeschleicher oder wie auch immer die sich nennen wollen rum und ein paar Yetis und das war's, glaube ich, auch. Oder Schneekreaturen. Keine Yetis. Halt die Gebirgsentsprechung zu Sumpfschleichern und die Schneekreaturen. Das sollten, glaube ich, auch so ziemlich alle Gegner sein, die dort sind. Also hier hinten dann. Hier sind noch Bären, ja okay. Gut, schönes Gebiet eigentlich, muss ich sagen. Aber irgendwie habe ich mit den Wintergebieten immer so meine Probleme, wenn ich dann längere Zeit in denen sein muss. Liegt vielleicht auch einfach daran, ich habe nicht so viel für Schnee und Kälte und Winter übrig. Ich bin halt der totale Wärmemensch. Und ich habe ja auch ein sehr ausgeprägtes Faible für Wüsten. Und keine Eiswüsten, sondern schon eher die heißeren Varianten davon. Und ja, hör auf mit Steinen zu schmeißen. Was, wirft ihr einer mit Steinen? Zitat aus einem Film. So, wo war ich denn? Achso, genau. Deswegen, das kann auch sein, dass ich einfach deshalb immer relativ schnell die Schnauze voll habe von den ganzen Schnee- und Eisgebieten.
Ja, ist halt irgendwie einfach so. Es ist auch bei mir im Winter so, dass ich dann recht schnell des Schnees überdrüssig bin, wenn denn mal welcher kommt. Und der Kälte. Aber gerade hier, also im Nebelgebirge, fällt mir es auf, wenn ich hier bin, dann brauche ich wirklich immer mal so eine kleine Abwechslung zwischendurch, dass ich irgendwo anders bin. Dummerweise, wenn man mit dem Nebelgebirge durch ist und dann weiterleveln will, bietet sich's an, mit Forrochel weiterzumachen. Und Forrochel ist eben auch ein Eisgebiet. Da hat man dann nicht so viel gekonnt. Na gut, egal. Wir sind wieder in Gloins Lager. Ich weiß nicht, ob uns das jetzt wirklich bei der Suche nach dem Nazgul weitergebracht hat. Ich zweifle ja irgendwie dran. Nicht trödeln! Was? Kann man Zwerge bei dem Bild wissen? Oh ja, endlich fügt sich eins zum anderen. Während ihr fort wart, hatte einer meiner Späher Interessantes zu berichten. Seht ihr, die Aufgabe, die mir König Dain übertragen hatte, war, die letzte Zuflucht der Grimmans ausfindig zu machen. Der Späher hat sie anscheinend gefunden, denn in der Nähe einer alten Zwergenfestung namens Gabilazan hielt sich eine große Anzahl von Grimmans auf. Und er hat sogar noch mehr herausgefunden. Von seinem Beobachtungsposten auf einem hohen Kamm aus konnte der Späher zwei Reiter sehen, die auf die Festung zuritten. Bei dem einen handelte es sich um einen Zwerg, die andere Gestalt war in einen Umhang gehüllt. Anfangs war ihm nicht klar, was genau er dort sah, aber als er die Grimhans alles stehen und liegen ließen und in Jubel ausbrachen, wurde ihm klar, dass es sich bei dem Zwerg nur um eine einzige Person handeln konnte, um Skorgrim. Und nach allem, was ihr berichtet habt, kann es sich bei der anderen Gestalt nur um den Ringgeist gehandelt haben. Es scheint, als würden wir beide ein und dasselbe Ziel verfolgen. Okay, wir hören also, jetzt geht's wieder mit Skorgrim los, den haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal in den Hügelgräbern, das war noch Buch 2, glaube ich. Und danach ging es ja erstmal mit Ivar weiter im Buch 3, als es uns dann in die einsamen Lande führte. Und der andere Verbündete vom Hexenkönig dort in den Hügelgräbern war ja Skorgrim, der Zwerg, der Anführer der Grimhans. Und um den wird es jetzt hier mitgehen. Wir haben jetzt natürlich nicht den Hexenkönig hier, den wir verfolgen, aber der andere Nazgul macht das dann quasi als Stellvertreter für den Hexenkönig wahrscheinlich, mit ihm zusammenzuarbeiten. So, schauen wir mal. Gusmats Verderben. 13 Beweglichkeit. Ja, ich glaube, das ist besser als der anorische Silberdolch. Schon. Also ich schaue ja hauptsächlich immer auf die Beweglichkeit, abgesehen vom Schaden. Gut, nehmen wir das Ding mal. Auch wenn ich den Silberdolch eigentlich mag, jetzt vom Aussehen her. Können wir mal kurz hier schauen. Vielleicht ist das ja... Nee. Ist es nicht. Gut. Warte mal, was war das? Stiefel des Matomjägers. Oh, da hatte ich schon mal Glück beim Spielchen hier. Okay. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Buch 5, Kapitel 3. Die hohe Festung. Wenn es uns gelingt, uns Zutritt zur Festung zu verschaffen, lösen wir zwei Probleme auf einen Schlag. Indem wir die Bedrohung durch diesen Reiter beenden, bewahren wir die Sicherheit Bruchtals. Und indem wir Skorgrim vernichten, machen wir die Grimhans unschädlich. Es wird jedoch nicht einfach sein, denn der Späher hat berichtet, dass die beiden sich in den inneren Bergfried der Festung zurückgezogen haben. Dieser Bergfried ist nahezu uneinnehmbar. Ihr müsst Folgendes tun, Aegir. Jede Zwergenfestung besitzt einen geheimen Eingang. Ich kenne das Geheimnis Gabilazans zwar nicht, aber ich kann euch sagen, wie ihr es erfahren könnt. Als der Grundstein von Gabilazan gelegt wurde, wurde eine Kopie der Pläne der Festung in diesen Stein eingeschlossen. Die Festung wurde um diesen Grundstein herum erbaut. Und heutzutage kann man nur noch durch das Gewölbe Gabilazans an ihn herankommen. Sobald wir im Besitz dieser Pläne sind, werden wir wissen, wo sich der geheime Eingang der Festung befindet. Gabilazan liegt auf dem westlichen der beiden Pässe, über die man nach Jorvar gelangt. Der östliche Pass, Rakas Bizarre, wird nicht von Zwergen bewacht und könnte euch erlauben, euch der Feste auf einem Umweg zu nähern. Untersucht den Grundstein von Gabilazan ist unsere nächste Aufgabe. Ja, dann wollen wir noch mal. Ich würde sagen, wir nehmen direkt wieder hier unsere schnelle Reise zu dem Lager, denn wir müssen sowieso darüber. Kann ich euch gleich zeigen, wenn wir da sind, dass das relativ nah ist. Ja, relativ nah ist. Auf jeden Fall müssen wir erstmal wieder nach Süden. Das Spielchen bleibt, genau wie vorher. Wir reisen her und reiten dann nach Süden. So, gucken wir mal. Also wir sind jetzt wieder hier oben und wir müssen hier unten hin. Auf dem Weg dahin gibt es sogar noch einen schnellen Ritt. Wir hätten es eigentlich auch wieder einen schnellen Ritt machen können. Da wäre es wahrscheinlich ein Stückchen schneller gegangen. Naja gut, was soll's. So viel Zeit verlieren wir da jetzt auch nicht durch.
So können wir ja noch ein bisschen hier die Natur genießen für diejenigen, die auf Schnee und Eis und Berge stehen. Ich ja nicht so, muss ich zugeben. Na gut. Ich werde jetzt ja auch nicht großartig kämpfen, wenn wir an den Tierchen vorbei machen. Denn es ist einfach nicht notwendig. Ich kann auch einfach weiterreiten und die Tiere Tiere sein lassen. So, da drüben haben wir das Lager, wo wir sonst rausgekommen wären, wenn wir... Kann ich hier auch anbinden an das Lagerfeuer? Nee, ne? Wir werden aber sicher etwas für ich glaube, das ist eins zum... Keine Sorge. Ja, das ist eins zum Kochen. Genau, also hier wären wir rausgekommen, wenn wir mit der schnellen Reise jetzt geritten wären. Von hier aus hätten wir jetzt sowieso weiterreiten müssen. Gut, ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich besser kommen, wenn wir den östlichen Pfad nehmen. Das Problem mit dem östlichen Pfad ist, wir kommen in ein Riesengebiet rein. Und Riesen sind äußerst unangenehme Gegner. Alle Riesen haben einen roten Rahmen und das ist eigentlich gar nicht so mein Hauptproblem mit denen, sondern mein Hauptproblem mit denen ist, dass sie eine unglaublich große Sichtweite haben. Und schon... aus 12 Metern Entfernung anfangen Steine auf dich zu werfen und das ist nicht gerade gemütlich. Ich muss sagen, da reite ich lieber von der Seite aus in die Festung rein und versuche halt die ein bisschen zu umgehen. Das geht auch. Das ist mir eigentlich ein bisschen lieber, weil die Zwerge halt nicht so eine riesen Sichtweite haben und man das weitaus besser abschätzen kann einfach, ob man jetzt gesehen wird oder nicht. Bei den Riesen habe ich da immer ein Riesenproblem. Das war ja witzig. Aber wir müssen auch hier rein. Ja, dann ist es doch total sinnlos, von Süden zu kommen. Warum sollte ich das machen? Lass mal hier reingehen. So, gucken wir mal. Sind wir hier richtig? Ich glaube schon, ne? Los geht's. Die bedächtiger Zwergenmusik. Dringen wir ein und töten Grimhans. Was man eben so tut, wenn man abends nichts mehr weiter zu tun hat und sich die Zeit vertreiben will. Man tötet Zwerge. So, ich baue mir eine Falle noch mit hin. Dann geht es noch ein bisschen gemütlicher und schneller. Okay. Kein Problem. Und damit sind wir auch schon am Eckstein. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Beim Untersuchen des Grundsteins entdeckte die Gabi Lasan-Pläne. Schön. Mehr gab es jetzt hier auch nicht zu tun. Bringt die Gabi Lasan-Pläne zu Gloin. Denn wir selbst sind wahrscheinlich zu blöd, die auszuwerten. Ich weiß es nicht, ob das jetzt in Zwergenrunen geschrieben ist oder so. Wäre nicht ganz unlogisch eigentlich, ne, wenn das in Zwergenrunen geschrieben wäre. Na gut, also ihr habt gesehen, ich konnte da noch zwischendurch reiten, zwischen den beiden Gruppierungen und keiner von denen hat mich angegriffen. Gut, an dem bin ich ja jetzt auch gerade direkt vorbeigeritten. Aber vorher keiner von denen hat mich angegriffen, die sind wirklich blind, also die sind unglaublich kurzsichtig, die meisten Gegner. Und es ist halt auch sehr bequem dann, an denen vorbeizuschleichen. Warum sollte ich dann den Weg nehmen, der es mir komplizierter macht, über die Riesen, wenn ich einfach den hier nehmen kann? Gut, ich werde jetzt meine schnelle Reise benutzen, glaube ich, und mal zu dem Lagerfund zurück machen. Wird wahrscheinlich das günstigste sein. Denn wir müssen jetzt noch ein paar Mal hier hin und her reiten. An der Festung ist nun mal einfach jetzt die Geschichte festgemacht. Also an der Thematik, wie kommen wir in die Festung rein. Und deswegen wird es jetzt immer zwischen Gloin und der Festung hin und her gehen, wenn ich mich recht entsinne. Was benötigt ihr? So, auf zu Gloins Lager. Und dann schauen wir mal, was der alte Herr so draus lesen kann aus den alten Plänen. Ich denke mal, die Anspielung, jede Zwergenfestung hat einen geheimen Hintereingang. Das wird wohl eine Anspielung auf den Hobbit sein, dass eben der Erebor auch einen Hintereingang hatte. Die Bären in diesen Bergen sind wahnsinnig wilde Bestien, ihr habt gute Arbeit geleistet. Ja, ich weiß. Bären. Schlimme Gegner. Sind die schlimmsten hier im Gebirge. Gibt nichts Schlimmeres. Nicht trödeln! Ah, großartig! Ihr habt den Grundstein gefunden und die Pläne waren tatsächlich dort. Ich habe es vorher nicht erwähnt, aber die Wahrscheinlichkeit war recht groß, dass die Pläne bereits vor Jahren entfernt oder zerstört worden sind. Doch es sieht so aus, als wäre das Glück uns hold. Oh, und schaut! Hier befindet sich der Zugang zum inneren Bergfried.